Oh, meine Güte, was ein Wetter. Da hat es mich doch auf dem Heimweg fast weggeweht. Heutiges Thema: die Glossybox. Monat Dezember. Deswegen, damit es auch der Letzte, der irgendwie noch gepennt hat, versteht. Grün und Rot sagt uns in dieser Kombination, also gut, den Farbenblinden unter euch nichts, aber allen anderen, es ist Weihnachten. Ich habe vorhin schon mal reingeluckt. Ja, das alte Leid. Ja. Womit fangen wir denn an? Ein freundliches Grußkärtchen vom Glossybox-Team. Dann von Alessandro ein putziger Werbeflyer. Also zum einen habe ich diese Handcreme bekommen, zum zweiten machen sie Werbung für einen neuen Croco Glam Go Magic Speziallack. Also so ein Crackle Coat, der dann aber ja, Kroko-mäßig crackeln soll. Vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere interessant. Dann gibt es von Rituals einen Geschenkgutschein über 5 Euro, so ihr denn für einen Mindesteinkaufswert von 25 Euro in einem Store shoppen geht. Dumm. Einen 10% Rabattgutschein von Janssen Cosmetics. Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich die auch schon mal in der Box, war im Sommer. Und ich glaube, es war die Whitening Cream. So, wo wir bei Janssen sind, da gibt es für mich 3 Ampullen. La la la. Effekt Fluid. Dumpi dumpi. Ja, also scheinen beide, es gibt irgendwie 2 verschiedene Varianten. Wenn ich das hier richtig sehe. Und beide scheinen auf ja, feuchtigkeitsarme Haut ausgelegt zu sein. Da ist leider dem Beipackzettel nicht so richtig viel zu entnehmen. Ah, Brett auf. Ach nee, sogar ganz anders. Da sind 3 Ampullen drin und offensichtlich von jedem etwas sozusagen ein, keine Ahnung, Probenset. Jo, das dazu. Die Verpackung ist ganz putzig, aber ehrlich gesagt bin ich bei diesen Glasampullen immer so ein bisschen vorsichtig, weil man muss die ja aufbrechen. Ah, und ich habe immer so Sorge, dass da mal irgendwas schief geht. So, schwupp, schwupp. Das dazu. Dann von Rituals gibt es ein. Diesmal sind es irgendwie. Ja, das soll wahrscheinlich Schnee sein. Diesmal sind es nicht diese schwarzen Verpackungspinökel, die mich sowieso immer nerven, weil alles dann vollgestaubt ist. Ja. Passend zum Motto Weihnachten, Winter, Schnee, sind sie diesmal weiß. Forming Shower, Gel Sensation, Duftnote, Mandarin und Mint. Ja, Rituals haben wir hier in Berlin auch. Kenne ich schon, diese Duschbäder kenne ich auch schon. Die sind wie so eine Art Rasiergel, das heißt, also kommen in Gelform raus und schäumen dann eben richtig auf, wenn man sie so verteilt. Im Prinzip gar nicht schlecht, allerdings habe ich bis jetzt bei den Duftnoten immer nicht so wirklich was für mich gefunden. Ich glaube, ich werde einfach mal demnächst, wenn ich im Alexa bin, im Laden kurz dran schnuppern, ob das überhaupt was für mich wäre. Ansonsten geht das nämlich pronto an irgendjemand anders. Ja, hatte ich erwähnt? Hatte ich erwähnt, dass dieses weiße Zeug, ich hasse es. Alessandro Handcreme Chocolate und Karamell. 30 ml. Ja, gut, nette Handtaschengröße. Putzige Verpackung. Wie nennen die Amis das? Stocking Fillers. Also sprich für die hängen ja da Socken auf für den Weihnachtsmann. Sehr bescheiden. Meine Wünsche würden, glaube ich, nicht alle in der Socke passen, obwohl
So ein kleines Chanel-Quad nimmt ja nicht so viel Platz weg. Egal, ich schweife ab. Ja, okay, kann man gelten lassen. Und dann zwei Sachen von L'Oreal. Einmal, wie soll das eigentlich funktionieren, so ein Doppelgloss. Einmal Studio Lip Gloss in der 580 Classy. Scheint ein relativ klares Gloss zu sein und das andere so ein Rosenholzton. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Farben in den einzelnen Boxen gibt. Das dazu. Na gut, Lipgloss kann man ja irgendwie immer mal gebrauchen. Schwupp. Die Farben gehen auch. Also wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir persönlich ausgesucht hätte, aber egal. Ja, und das, was eigentlich hätte nett werden können, die Studio Secret Shine Absorbing Mattifying Foundation Professional Hold. Und zwar so ein Make-up-Stick aus der Studio Secrets Linie. Hätte, wie gesagt, irgendwie meinen Geschmack getroffen, wenn sie mir nicht die Farbnummer 132 Sand, was dann so mit einer der dunkelsten Töne sein dürfte, wenn ich das hier richtig sehe, reingepackt hätten. Ich habe nämlich heute mal auf der Webseite getrüffelt und habe dann festgestellt, dass es vier verschiedene Töne zur Auswahl gab. Also sprich, sie hätten theoretisch auch die Möglichkeit gehabt, mir die 013 irgendwas mit Porcelain, Golden Porcelain oder so mit reinzupacken, da ich in meinem Beauty-Profil hier angegeben habe, dass ich extrem hellhäutig bin. Wäre das eine schlaue Entscheidung gewesen? Ja. Stattdessen habe ich jetzt, wie gesagt, den Farbton Sand. Also falls ihr da draußen rein zufällig nicht so ein Schneewittchen seid wie ich und mit der 132 Sand was anfangen könnt und die 13 bekommen habt, ich würde gerne tauschen. Also freundlicher Tauschaufruf, wer auch immer diesen Stick bekommen hat, den man sowohl als Make-up als auch als Concealer benutzen kann, der möge sich doch bitte melden, falls er die 13 hat und gerne gegen die 132 Sand tauschen wollen würde. 132 Sand. Ich frage mich, wozu ich dieses dämliche Beauty-Profil überhaupt ausgefüllt habe. Joa. Will ich dazu noch was sagen? Nö. Will ich nicht. Ich mull jetzt weiter vor mich hin. Was in meiner Wunschbox gewesen wäre, die passende Farbe. Vielleicht ein Blush, was mich nämlich gewundert hat, ist, dass Zoeva jetzt auch mit bei ist. Da hätte man zum Beispiel mir auch so ein Eye Primer mit reinpacken können. Das hätte ich auch schick gefunden. Ja, der ist irgendwie nicht so teuer. Also es mag ja sein, dass der Gegenwert von den Sachen, die ich drin habe, höher ist. Aber ich hätte halt mit einem entsprechenden Blush oder mit einem Lidschattenprimer einfach mehr anfangen können. So wie immer. Ja, was hätte ich sonst noch gern gehabt? Von Ahava waren Sachen mit drin. Da hätte mich zum Beispiel die Gesichtscreme interessiert. Aber am meisten interessiert hätte mich, muss ich zugeben, die eine Mattmaske, also sprich so eine Schlammmaske für unreine Haut. Das wäre fein gewesen, die hätte ich gerne mal getestet. Ja, darum, wie immer, irgendwie Einsatz mit X. Ich hoffe, ihr wart mit eurem Inhalt zufrieden und sage einen zauberhaften Abend und bis bald. Tschüss!